Als ich zum ersten Mal davon hörte, wusste ich nicht, was es bedeutet, in einem Videospiel zu sein. Ich dachte, das wären einige Synchronaufnahmen. Gleichzeitig schaute ich mir das Material und das wunderbare, interessante Drehbuch an, sowie die unglaubliche weibliche Protagonistin. Dann spielte ich Heavy Rain und setzte mich mit David zusammen. Ich war von Davids Arbeit und seinem Vorhaben sehr bewegt und von dem, was er mit Beyond erreichen will. Und ich wusste nur, dass ich die Möglichkeit erhalten würde, mit Willem zusammenzuarbeiten und es etwas ganz anderes werden würde. Es war irgendwie ein Selbstläufer. Ich wusste ja, dass Videospiele sehr wichtig sind, aber ich hatte noch nie welche gespielt. Ich war mir ihnen nicht richtig bewusst. Ich dachte mir, wirklich? Ich habe sowas noch nie gemacht. Was ist das? Ich habe mir das Material angesehen und es sah wirklich gut aus. Dann sah ich mir die Ausschnitte aus David Cages früherer Arbeit an und dachte mir, das wirkt wirklich interessant. Ich denke, in den folgenden Jahren werden wir sehr viel technologische Evolution erleben und es vielleicht endlich schaffen, fotorealistische Spiele herzustellen. Das ist aber nicht das, worauf ich am meisten gespannt bin. Ich würde es gerne sehen, dass Videospiele endlich einen Bedeutungsgehalt bekommen. Und ich möchte mehr Spiele sehen, die wirklich etwas zu sagen haben und nicht nur Spaß machen oder aufregend sind. Ich würde es wirklich gerne sehen, dass der Sinn in Videospielen Einzug findet. Der Motion Capturing Anzug ist nicht das Schmeichelhafteste. Du kannst nicht wirklich etwas verstecken. Das ist schon eine Herausforderung. Nachdem man das überwunden hat, braucht es ein paar Stunden, sich daran zu gewöhnen, jemanden anzusehen, der 90 Punkte im Gesicht und diesen witzigen Anzug anhat. Man kann sich gegenseitig anfassen, jedoch muss man sehr vorsichtig sein. Nach ein paar weiteren Stunden gewöhnt man sich aber daran. Dann kommt man richtig zum Schauspielern und reagieren in seiner reinsten und kindlichsten Form. Please have a warm welcome for the team at Quantic Dream.